the winner. Der Literaturpreis der Neuen Akademie in Schweden geht an Maryse Condé aus Guadeloupe. Die Jury, der als Ersatz für den in diesem Jahr abgesagten Literaturnobelpreis ins Leben gerufenen Auszeichnung, lobte Condés Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur. Wir waren darin einig, dass die Preisträgerin die Anforderungen erfüllt, vom Menschlichen auf der Welt zu erzählen, so die Leiterin der Jury. Die 82-Jährige habe in ihren Büchern respektvoll und präzise, aber auch mit Humor über die Verheerungen des Kolonialismus und die chaotische Zeit des Postkolonialismus geschrieben. Die Neue Akademie war Anfang 2018 als Reaktion auf den Skandal um die Schwedische Akademie gegründet worden, die Initiatorin des Nobelpreisersatzes. Wir meinen, dass Autoren auf der ganzen Welt, Leser und Literatur nicht darunter leiden sollten, wenn ein patriarchalisches, privilegiertes, aristokratisches Umfeld das ihm entgegengebrachte Vertrauen missbraucht. Wir stehen für Anliegen wie Demokratie, Gleichheit und Gleichberechtigung.